Wunderbar. Wir beschäftigen uns heute mit der, ich sage jedes Mal wunderbar, ne? Wir beschäftigen uns heute mit der sogenannten Scheitelpunktform und mit der Normalform von Parabeln. Und zwar, in ganz kurzem Abriss geht das so hier. Ich nehme hier ganz einfach mal, ich greife jetzt ganz einfach mal ein Stück vor, weil das leichter zu verstehen geht, als dass ich es umständlich herleite. Ich schreibe mal hier eine 1, 1 rein, mache mal ganz bewusst hier eine 3 hin, damit wir das sehen. Hier 1, 2, 3. Hier ist dann eine 4. Und hier ist x und y. Und wie unterscheiden die sich? Wir gucken uns nochmal an. Wir hatten doch gesagt, das ist so eine Art Verschiebeform. Ne? Wenn das x mit irgendwas. Kleiner Moment. So, die Sachen sind geklärt. Jetzt gucken wir uns mal Scheitelpunktsform das Wort an. Scheitelpunkt. Eine Parabel hat einen sogenannten Scheitelpunkt. Das ist in diesem Fall ein Minimalpunkt. Gut, das bis dahin. Was sagt uns die Scheitelpunktform aber aus? Wir hatten ja gesagt, hier steckt eine Verschiebung drin. Und die muss ich umkehren. Hier. Hier kann ich ablesen, das ist die negative, warte mal, negative Koordinate minus xs. Ich muss also das Vorzeichen, wenn hier ein Minus steht, wird hier ein Plus draus. Minus mal Minus ist Plus. Und ich kann hier ablesen, an diesem e plus e, das kann auch minus e heißen, kann ich die echte y-Koordinate des Scheitelpunktes ablesen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel habe, f von x sei mal x minus 3 in Klammern zum Quadrat plus 1, dann kann ich Folgendes sagen. Dann habe ich hier nochmal minus 3 wird zu plus 3, also ist xs gleich plus 3. Und ys kann ich direkt übernehmen, ys ist dann 1. Also kann ich meinen Scheitelpunkt einmalen und bin sozusagen schon fertig. Ich gucke 3, 1, der Punkt ist hier und jetzt male ich die Parabel ein. Wie man eine Parabel malt, ganz schnell, einigermaßen richtig malt, sage ich dann noch. Das wäre diese hier. Die Normalform, die hat eine andere Eigenschaft. Da kann ich das nicht so machen. Auf das a komme ich noch zu sprechen. Da ist das hier das sogenannte absolute Glied. Absolutes Glied, sprich, da wird die y-Achse geschnitten. Die Scheitelpunktform und die Normalform, die kann ich ineinander überführen. Wir nehmen mal f von x ist x minus 3 in Klammern zum Quadrat plus 1 und gucken uns das mal wie folgt an, wenn ich das ausmultiplizieren würde. Also hier die dunkelgrüne. Die multipliziere ich jetzt aus, dann ergibt sich die Normalform, indem ich sage x Quadrat, jetzt muss ich die binomische Formel herhalten lassen, minus 2 mal x mal minus 3, also minus 6x plus 9, ach ja, plus 1 auch noch, also plus 10. Oder ganz ausführlich mache ich es nochmal so, plus 9 plus 1, ne, da kann ich eine 10 draus machen. Das heißt, die wird hier, jetzt habe ich hier wieder das absolute Glied, das kann man hier kann man es sehen. Die wird hier oben irgendwo bei 10, hier in diesem Bereich, da wird die y-Achse erst schneiden. Verrückt, ne? So, Moment. Ja. Ich schreibe hier auch noch frech plus 9 plus 1 und sage dann 10. Insgesamt 10 natürlich, ja. Plus 10. 9 plus 1 ist 10. Hier bei 10, da wird mein da wird mein y0 sein. Das kann ich jetzt bloß hier oben nicht einmalen. Aber ich kann es hier an der Normalform ablesen. Den Rest von wegen die x- und y-Verschiebung, die kann ich hier nicht ablesen. Da muss ich das wieder in die Scheitelpunktsform umwandeln. Und das ist der ganze Trick da dran. Weitere Fragen? Jetzt machen wir mal aus unserer Normalform, jetzt bombardieren wir mal alles weg. Alles, was wir jetzt im Moment nicht brauchen, weil es dem Verständnis sonst etwas entgegenwirkte. F von x ist x Quadrat. Ich mache hier eine 1 und hier eine 1. Gleich mal schon der erste Trick zum Zeichnen. 1 mal 1 ist 1. Minus 1 mal minus 1 ist auch 1. Und wenn ich dann noch 2 und 4 diese Punkte festlege, dann kann ich, nein, hier muss er ein bisschen weiter rüber. Moment. Dann kann ich hier mit kühnem Schwung sofort mir eine einigermaßen genaue Parabel hinmalen. Jetzt kommt's. Das wäre x Quadrat. Wenn ich jetzt nur ein halb davor schreibe, jetzt kommt es. Ich nehme jetzt mal diese Form.
f von x sei jetzt mal 1 halb x Quadrat plus bx plus c, das lasse ich jetzt alles mal weg. Dann kann ich gleich Folgendes sagen. 1 mal 1 ist 1 mal 1 halb ist 1 halb. Dann liegt der Punkt hier und der Punkt hier. 2 mal 2 ist 4 durch 2 ist nur 2. Also habe ich den Punkt 2, 2. Und hier minus 2, 2. Na, ein bisschen höher. Und wenn ich die verbinde, dann sehe ich, dass mein Graph gestaucht ist, sagt man dazu. Der wird flacher. Und wenn ich jetzt hier gar ein Hundertstel davor schriebe, dann würde f von x gleich ein Hundertstel, also richtig, richtig wenig mal x Quadrat. Dann kann ich ja hier gerne einsetzen, einmal eins ist eins, aber dann kommt ein Hundertstel raus. Dann würde ich hier so ein ganz, eine ganz flach, also eine riesig, ganz schlimm gestauchte, ganz flach verlaufende Parabel haben. Jetzt drehen wir die Sache mal um in Rot. Von x ist 3x Quadrat. 1 mal 1 ist 1, mal 3 ist 3. Bei 1 lande ich schon 1, 2, 3. Hier oben habe ich hier meinen ersten Punkt und hier. Und den nächsten kann ich schon gar nicht mehr hinmalen, denn 2 mal 2 ist 4 mal 3 ist schon 12. Jetzt könnte ich krummere Werte nehmen und habe also einen, und jetzt sagt man, weil die hier spitzer unten ist, aber trotzdem rund, spitzer, aber trotzdem rund, einen gestreckteren Graphen. Nochmal zu der hellgrünen Kurve. Jetzt kam die Frage aus der Schülerschaft, dieses ein Hundertstel. Was ist denn, wenn da meinetwegen ein Milliardstel stehen würde? Da würde die ja, diese grüne Kurve so knapp an der x-Achse vorbeilaufen, das würde man ja gar nicht sehen. Man kann sich es wie folgt vorstellen. Wir gucken uns mal hier eine Parabel an, die ich mal schnell hingeschmiert habe. Und ich gucke die Parabel mal von ganz nahen an. Ich versuche das mal so weit zu vergrößern wie möglich. Dann habe ich hier unten doch diesen flachen Verlauf, ne? Und je größer ich das mache, umso flacher wird dieser Verlauf. Und wenn ich jetzt weiter weggehe und mir diese Parabel angucke, dann sehe ich, dass die auch irgendwann mal letzten Endes doch einen parabolischen Verlauf hat. Das heißt also, dieser Stauchungsfaktor hier, ein Hundertstel oder gar ein Millionstel, der würde trotzdem die Parabelform nicht ändern. Ich hätte hier scheinbar eine Gerade, die sich überhaupt nicht erheben will über die x-Achse. Aber von weiter weg würde ich irgendwann sehen, bei ausreichend großen x-Werten, bei einer Million zum Beispiel, ja, hätte ich eine Million hier eingesetzt, dann würde sich das schon auswirken und dann ist das, als wenn ich von weiter weg mir eine Kurve angucke und dann sieht sie doch irgendwann wieder aus wie eine Parabel. Von weiter weg, so kann man sich es vorstellen. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir lassen mal alles Überflüssige weg, damit man diesen Streckungsfaktor oder Stauchungsfaktor, je nachdem größer als 1, ist ein Streckungsfaktor, da wird es schlanker. Und Stauchungsfaktor, zum Beispiel ein Hundertstel, also kleiner als 1. Ein Halb ist auch schon eine Stauchung, gegenüber der Normalparabel. Die Normalparabel hat kein a davor. Ich erinnere nochmal, f von x ist ax plus bx plus c. F von x gleich ax² plus bx plus c. Und was haben wir hier gemacht? Hier steht plus 0 mal x plus 0. Und das kann ich mir auch schenken, denn es wären sowieso nur 0 rausgekommen. 0 mal x, ne, bleibt trotzdem 0. Da kann ich für x einsetzen, was ich will. Also hier habe ich jetzt einfach mal nur mir das a geschnappt hier. Dieses a, um mehr ging es jetzt nicht. Hier ist das a, nur das a. Damit das jetzt nicht alles noch hin und her verschoben wird, damit ihr erstmal die Effekte von a seht. Die Effekte von a sind Strecken oder Stauchen. Die Effekte von a sind auch, wenn es negativ ist. Jetzt nehmen wir mal minus 1 halb x Quadrat. Müsste dann entsprechend gestauchter, aber hier unten lang laufen. F von x ist gleich minus, jetzt ist a minus 1 halb und jetzt kommt x Quadrat. Die muss dann hier so laufen. Genau, alles schön. Das geht ja ganz gut, ne? Das a, das haben wir jetzt kennengelernt, wenn es negativ ist, nach unten geöffnet und so weiter. Stauchung, Streckung bleibt trotzdem. Jetzt kommt der Haken an der ganzen Geschichte. Jetzt habe ich aber hier eine Normalform gegeben und ich möchte das Ding ganz schnell malen wollen. Was muss ich tun? Ich muss unbedingt was tun. Ich muss, wir hatten es gerade geklärt, es irgendwie in die Scheitelpunktform überführen mit Hilfe der quadratischen Ergänzung. Ich muss was einklammern. Ich muss eine Klammerform entwickeln, damit ich weiß, wo der Scheitelpunkt ist. Dann geht's weiter. Jetzt machen wir die mal leichter, sonst kriegt ihr jetzt schon einen Ratsch. Wir sagen, die heißt so.
Was macht man? Man bildet die quadratische Ergänzung und jetzt müssen wir wieder mit Beschiss arbeiten. Also, x Quadrat eingeklammert ist x. Das Minus dürfen wir abschreiben hiervon und hier sagen wir, wir teilen durch 2 und durch x. Also, 5 halbe, ne? 5 durch 2 von 2ab, das 2, und das a nochmal durchgeteilt, dann habe ich das. X minus 5 halbe in Klammern zum Quadrat. Aber Achtung, jetzt habe ich etwas eingeklammert, was eigentlich gar nicht so eingeklammert werden durfte. Denn hier hinten steht was ganz anderes. Ich schiebe mal die 6 schnell mal ein Stück nach hinten. Minus 6. Und was müsste denn stehen, damit ich es einklammern kann? Plus 6, danke. Was müsste jetzt da hinten stehen, damit ich es einklammern kann? Was müsste hier stehen? Hier. Und man kann das soweit erst ausklammern, wenn ich hier hinten auch irgendwie einen Betrug dazu betrogen habe. 25 Viertel sind 6,25. Ich muss also sagen, plus 6,25. Wer das wissen will, wie das wirklich funktioniert, der sollte nochmal schnell nachgucken in dem Video quadratische Ergänzung. Und weil das ja Betrug ist, muss ich minus 6,25 gleichzeitig wieder abziehen. Jetzt habe ich nichts weiter gemacht als ein bisschen geschwindelt und den Schwindel wieder aufgehoben. Ist nichts passiert. Ich könnte auch sagen plus 0. Nützt uns aber nichts. Aber jetzt bleibt hier hinten was übrig. Das bleibt übrig. Und das muss ich noch zusammenfassen. Und das ist nun mal minus 0,25. Und dann haben wir es fertig. Also das hier hinten ist minus 0,25. Jetzt habe ich die Scheitelpunktform erreicht. F von x sieht also jetzt so aus. Das ist die Scheitelpunktform. Und ich kann hier ablesen, das 5 halbe ist minus 2,5, ne? Also ist xs gleich, richtig, ist 5 halbe. Und hier darf ich direkt ablesen und kann sagen ys, ohne zu zucken. Da steht zwar minus 0,25, das stört mich aber nicht. Ich muss das minus 0,25 glatt übernehmen. Wie gesagt, die Verschiebeform ist ja ganz schick, aber ich muss daran denken, dass ich das Vorzeichen umdrehen muss. Und jetzt hätte ich die Schnittpunktkoordinaten, die Scheitelpunktskoordinaten und die schreibe ich auf als 2,5-minus 0,25. Und dann kann ich jetzt sofort loslegen und kann in ein Koordinatensystem ruckzuck die echte Form einarbeiten. Und jetzt müssen wir mal gucken, x, y, wenn hier eine 1 ist und hier eine 1, dann gehe ich auf 2,5. 2,5 hier, also 1, 2,5 und minus 0,25, also ein kleines Stückchen nach unten. Hier ist s. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt meine Parabel, die geht von hier los. Schwupp, schwupp. So, wir haben jetzt also unseren Scheitelpunkt ausgerechnet. Den zeichnet man ein, legt die Kurvenschablone an und hat, da kein a ist, also a1 ist, ist die nicht gestreckt und gestaucht. Kann man direkt sofort die Parabel einmalen ins Koordinatensystem und ist fertig. Und da ja heute ein schöner Tag ist, verabschieden wir uns mit einem freundlichen.